Moin Leute, was geht? Wir zocken mal wieder Assassin's Creed 3 und waren ja jetzt schon länger auf der Suche nach dem Benjamin Church. Und ich glaube, heute haben wir es fast geschafft. Wir sind fast da. Verschlossen. Gib mir einen Moment. Papi macht Es das muss schon. befremdlich sein, von meiner Existenz zu erfahren, wie du es hast. Ich muss sagen, ich bin neugierig, was deine Mutter von mir erzählt hat. Ich habe mich immer gefragt, wie mein Leben verlaufen wäre, wären wir zusammengeblieben. Wie geht es ihr eigentlich? Tot. Ermordet. Was? Es tut mir sehr leid. Es tut ihr leid. Sie verbrannte bei lebendigem Leib. Ich vergesse nie ihr Gesicht, als sie mich fortschickte. Charles Lee ist verantwortlich für ihren Tod. Auf deinen Befehl. Und es tut ihr leid. Unmöglich. Ich gab keinen solchen Befehl. Sogar ganz im Gegenteil. Sie sollten die Suche nach den Vorläufern abbrechen. Wir mussten uns praktikableren Zielen zuwenden. Es geschah. Und ich kann es nicht vergessen. Benjamin Church, ihr seid schuldig des Betrugs am Templerorden und der Missachtung unserer Prinzipien zur eigenen Bereicherung. In Anbetracht eurer Verbrechen verurteile ich euch zum Tode. Jetzt! Oh oh. Ihr seid zu spät. Church und die Ladung sind längst fort. Und ich fürchte, ihr werdet nicht in der Lage sein, ihnen zu folgen. Wir wählen die Seite des Siegers! Ja, dann werden wir die mal platt machen. Wir gewinnen diesen Krieg! Euch waren Prinzipien immer wichtiger als Profit. Vielleicht zerbröckelt euer kleines Reich genau deswegen. Oh, das werden ganz schön viele, glaube ich. Einen schönen Traum hattet ihr da. Stirb, stirb, stirb. Traum. Ja. Aua. Seht, wie dieses Halbblut kämpft, wie ein wilder Hund. Das bringt ihn mal lieber zum Schweigen, Jungs. Nein, ich bringe euch zum Schweigen. Schnapp sie! So sieht's nämlich aus. Lass sie nicht, ich muss ein bisschen auf Haytham aufpassen, dass der nicht zu viel einsteckt. Mach ihn! Den Indianer auf! Schnapp sie euch! Boah, das tat weh. Aua, 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 aua. Oh oh. Ich wusste das. Ach, scheiße. Oh Mann, ey. Ja, ich glaube, ich werde jetzt mal die Rauchbomben rausholen. Mal gucken, wie es damit wir geht. So, wo haben wir sie denn? Da sind sie. Rauchbomben. Seite des Siegers. Mal gucken, die wie Briten das abgeht. Gewinnen diesen Krieg. Ja, wunderbar. Vielleicht zerbröckelt euer kleines Reich genau deswegen. Alle anderen ersticken fast, nur unsere Assassine, dem macht das gar nichts aus. Auch geil. Schönen Traum hattet ihr da. Aber so lässt sich das spielen. So geht das ab. Zack. Weiter. Bringt ihn mal lieber zum Schweigen, Jungs. Diese zwei. Immer schön zuerst auf die dicken Gegner. Aber selbst unser Hä? Ist das unser Vater, der da auch fast erstickt ist? Geil. Ja, mit Rauchbomben lässt sich das gut spielen hier. Ist ja dann ganz easy. Bam, Junge. Wo ist Church? Ich sag's euch, alles was ihr wollt, aber versprecht mir, mich nicht zu töten. Du hast mein Wort. Er brach gestern auf nach Martinique, an Bord eines Handelsschiffes namens Welcome. Das halbe Schiff ist voll von den Sachen, die er den Patrioten gestohlen hat. Mehr weiß ich nicht, ich schwöre. Euer Versprechen. Er hat es ja auch gehalten. Gehen wir. Alter! Wo haben die denn drauf geschossen? Waren da irgendwelche explosiven Fässer oder Kisten oder so? Das habe ich jetzt gerade auf die Schnelle nicht gesehen.
krasse Scheiße. Jetzt müssen wir wahrscheinlich laufen. Ja. Sieht so aus. Wir sind hier gerade noch ein bisschen angeschlagen. Wir müssen schleunigst hier raus. Lass du nicht. Na, dann mal los, Connor. Das ist nicht der Moment zum Herumtreiben. Nein, da geht's nicht hoch. Och, Mann. So, jetzt lauf doch. Ja, das ist doch echt geil gemacht hier. So eine Flucht. Boah, ist das geil gemacht. Und geil, es sieht auch noch geil aus. Die Explosion. Komm zurück, ihr Verräter! Ja, für sowas liebe ich Assassin's Creed 3. Dafür ist dieses ganze Klettersystem auch wie gemacht. Obwohl das halt auch manchmal buggy ist, wie wir da eben gesehen haben. Also man muss schon echt in die richtige Richtung drücken, sonst wird das nichts. Oh. Sind sie alle runtergefallen, oder wie? Nein, unser Vater hängt da noch. So, und jetzt? Klemmt. Schau, ob du was findest, um es aufzubrechen. Connor? Was hast du vor? Oh, nein. Tu das nicht. Wir wissen nicht, was auf der anderen Seite... Was? Er rennt einfach mal so ein Tor ein, ist klar. Wie geil. Ja, Wasser ist auf der anderen Seite. Nach dem ganzen Stress jetzt müssen wir auch mal baden. Church hat einen guten Tag Vorsprung. Wir müssen schnell sein, um ihn zu erwischen. Ich habe ein Schiff für uns. Triff mich am Kai, wenn du bereit bist. So, das war die Mission Der Schaum und das Feuer. Wir waren ja im Brauhaus. Die fand ich ziemlich geil, die Mission, muss ich ehrlich sagen. Besonders jetzt das Ende, wo man hier durch das brennende Gebäude gelaufen ist, war schon echt nice. So. Ja, das Video ist dann auch gleich zu Ende, denke ich mal, weil die nächste Hauptmission, da werde ich, denke ich, ein neues Video für machen. Ja, wir treffen unseren Vater jetzt gleich hier vorne am Kai. Ich denke mal, das wird auch eine Schiffsmission sein. Also Leute, bis dann, macht's gut, immer schön weiterspielen.